Hi, das hier ist eine Wagyu Bacon Bomb mit Macaroni und Büffelmozzarella, gemacht auf dem Primo Oval XL Keramikgrill. Der absolute Hammer. Heute ist das WM-Finale und da lassen wir es richtig krachen. Und wie ich die gemacht habe, seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Bevor wir jetzt mit unserer Bacon Bomb gleich anfangen, müssen wir erstmal den Grill vorheizen. Wenn ihr das letzte Video von Primo gesehen habt, die Wagyu Short Ribs, da hatte ich den ja zum ersten Mal benutzt, hatte also Kohlen eingefüllt, hatte ihn danach ausgemacht und jetzt ist quasi noch das an Kohle drin, was danach noch übrig war. Und wie ihr sehen könnt, ist das noch eine ganze Menge. Also diese Riesenstücke sind quasi noch da, die sind perfekt. Das heißt also, mit der Kohle, die ich jetzt hier drin habe, werde ich einfach jetzt gerade nochmal grillen. Und das heißt also, den Luftleiter und auf geht's. So, die Kohle ist angezündet. Jetzt wieder Deckel schließen und warten, bis der Grill auf Temperatur ist. Während der Grill jetzt vorheizt, könnte ich eigentlich schon mal hingehen und die Teile für die Tropfschalen bzw. Für den Hitzeschild wieder einsetzen, denn die Bacon Bomb wird indirekt gegrillt. Und dann lassen wir den Grill jetzt gemütlich auf Temperatur kommen. 160 Grad wollen wir haben, das heißt also, ich gehe jetzt erstmal auf 170 und dann regeln wir ihn ein. Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unsere Bacon Bomb brauchen. Die Idee für das Rezept habe ich bei einem befreundeten Blogger gesehen, bei barbecuepit.de. Der hatte eine Bacon Bomb mit Macaroni und Mac and Cheese gemacht. Ich mache heute, weil heute das WM-Finale ist, lassen wir es richtig krachen und machen eine Bacon Bomb mit 1,5 Kilo Wagyu gehackt. Und das hier ist jetzt ein Kilo, da drüben liegt noch ein halbes. Dann habe ich hier Bacon. Dann haben wir hier zwei Eier. Dann habe ich hier zwei wunderschöne Büffelmozzarella, die bilden also den Käsepart. Hier sind die Macaroni, eine Barbecue-Soße, Ahornsirup, dann habe ich hier eine Pfeffermischung von Ankerkraut und noch ein Rub, womit das Hackfleisch gleich gewürzt wird. Ich koche jetzt erstmal die Macaroni vor und die Macaroni, wenn ihr die kocht, zieht von der Garzeit, die auf der Packung angegeben ist, eine oder zwei Minuten ab und schreckt sie dann in kaltem Wasser ab, dass sie nicht weiter garen. Die garen ja in der Bacon Bomb noch weiter und damit sie nicht total matschig werden, nehmt sie bitte, wenn ihr sie kocht, ein, zwei Minuten vorher aus dem Topf raus, gießt sie mit kaltem Wasser ab, dass sie nicht weiter garen. Das bereite ich jetzt gleich vor und dann sehen wir uns wieder. So, während die Nudeln jetzt eben drin kochen, bereite ich schon mal die Hackfleischmasse vor. Ich habe jetzt also hier meine 1,5 Kilo Wagyu gehacktes. Da kommen jetzt zwei Eier mit dran und dann wird das Ganze mit einer Barbecue Rub gewürzt. Welche ihr da nehmt, ist für euch völlig selbst überlassen. Ich habe jetzt hier noch genau 45 Gramm von einer Barbecue Rub übrig gehabt. Das heißt, die werde ich jetzt einfach verwenden und das Ganze wird jetzt richtig gut durchgeknetet. Also nehmt euch da Zeit, wirklich 5 Minuten kneten, dass sich das richtig miteinander verbindet. Umso besser hält die Bacon Bomb am Ende dann auch zusammen. So, unser Wagyu-Hack ist jetzt nun richtig schön mit den Gewürzen und mit dem Ei vermengt. Das lasse ich jetzt einfach so auch noch 10 Minuten stehen, bis die Macaroni fertig sind und dann geht's weiter. So, das Nudelwasser braucht noch, aber unser Primo ist inzwischen schon ganz gut vorgeheizt. Wir sind jetzt bei 160 Grad. Das ist ja die Temperatur, wo ich später mal hin will. Ich mache jetzt trotzdem schon mal so, dass ich den Deckenventilator ein bisschen schließe und unten mache ich so zu, dass so ein, sagen wir mal, 3 cm breiter Spalt unten offen ist. Und dann schaue ich mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Er ist jetzt bei 160 Grad, darf sich jetzt erstmal ein bisschen setzen und sollte dann gleich einsatzbereit sein. Die Nudeln brauchen noch und deswegen kümmern wir uns jetzt mal um unser Bacon-Netz, was eben um die Bacon-Bomb drumherum kommt. Da gebe ich euch den Tipp, benutzt Backpapier, denn so lässt sich die Bacon-Bomb nachher einfach leichter einrollen.
Dann habe ich hier den Frühstücksbacon, das ist hier jetzt 1 Kilo, das werden wir nicht ganz brauchen. So um die 600 Gramm, so steht es zumindest im Rezept. Und wir schauen einfach mal, wie weit wir mit den 600 Gramm so kommen. Wenn es also um das Spinnen von so einem Bacon-Netz geht, geht ihr folgendermaßen vor. Ihr nehmt euch den Bacon. Und legt den auf so ein Backpapier auf, braucht ihr nicht so stramm zu ziehen. Und legt den auch so ein bisschen übereinander, damit das eben eine große Fläche dann ergibt. So, wenn ihr dann die erste Reihe Bacon ausgelegt habt, kommt jetzt die eigentliche Webearbeit. Das heißt also, ihr schlagt jede zweite Bahn, schlagt ihr um. Dann nehmt ihr eine Scheibe Bacon, legt die da rein, schlagt zurück und die Seite ist eingewebt. Und dann geht es weiter, dass ihr quasi hier zurückschlagt. Die nächste Scheibe Bacon nehmt, die hier reinlegt und wieder drüber schlagt. Und so wird dann Stück für Stück ein Bacon-Netz gewebt. Na, wenn das nicht gut abgewogen war. Das, was ich an Bacon rausgenommen hatte, ist genau das gewesen, aber auf die Scheibe genau, was ich für diesen Bacon-Teppich benötigt habe. Der ist jetzt soweit fertig, zusammengeflochten, dass es also ein durchgängiger Teppich ist. Als nächstes nehmt ihr euch noch eine Folie von dem Backpapier und legt die da oben drauf. Und darauf kommt jetzt das Wagyu-Hack. Und das drückt ihr jetzt flach. Dass es eben so circa 1 cm dick ist. Und dann sollte das auch so ziemlich die 2-3 cm vom Rand entfernt sollte das aufhören. So, hier sind unsere vorgekochten Makaroni. Die sind auch inzwischen wieder kalt. Und die legt ihr jetzt nebeneinander sauber und ordentlich auf das Hackfleisch. Wenn die Makaroni dann so akkurat ausgelegt sind, kriegt ihr nicht nur ein Fleißkärtchen, sondern dürft dann auch den Büffelmozzarella jetzt zerrupfen. Und zwar in ganz, ganz, ganz kleine Stücke. Also wirklich so fein wie möglich rupfen. Ihr könnt ihr natürlich auch einfach klein schneiden. Aber dadurch, dass das so ein sehr weicher Mozzarella ist, ist das mit dem Rupfen eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Als nächstes wird das Ganze von innen noch ordentlich gewürzt. Dafür benutze ich jetzt hier diese neuen Pfeffersinfonie von Ankerkraut. Also schwarzer oder eine Pfeffermischung, zerstoßene Pfeffer, verschiedene. So, das sollte reichen. Und jetzt geht es los, dass wir die Bacon Bomb einwickeln. Und da ist es jetzt gut, dass wir eben Backpapier verwendet haben. Und wir können jetzt einfach hingehen und die Bomb so stramm einschlagen. Ihr könnt es also einfach hochziehen, das Backpapier, das klebt da unten an dem Bacon nicht fest. Und ihr geht einfach und rollt immer weiter. Wichtig ist, dass ihr hier an der Seite das Ganze verschließt, dass eben später auch dann der Käse, wenn er schmilzt, nicht rauslaufen kann. Und dann rollt ihr immer weiter. Und dann zieht ihr von der anderen Seite das Ganze hoch und schlagt es so ein bisschen über. Guckt, dass da keine Makaroni oder kein Käse rausgucken, dass die wirklich gut schließt. Jetzt ist es eben wichtig, dass ihr hier die Seiten ordentlich zudrückt. Und auch die Nahtstelle ordentlich andrückt, dass da also nichts rausläuft. So sieht sie jetzt aus und jetzt rollen wir sie weiter, dass sie auf dem Bacon zu liegen kommt. So, wenn die Bacon Bomb dann hinten liegt, nehmt ihr die andere Seite von der
vom Backpapier und rollt sie einmal so ein und einmal so ein, das Ganze möglichst stramm. Dann schlagt ihr von der einen Seite das Backpapier ein bisschen zurück und dann geht ihr mit richtig Kraft dahin, dass also der Bacon da richtig umschließt und das Ganze wirklich dann auch fest wird. Dann drückt ihr an den Seiten noch den Bacon zusammen, dass der also auch an den Seiten da möglichst das verschließt. Und dann ist unsere Baconbombe vorbereitet. Der Grill ist ordentlich vorgeheizt und dann würde ich sagen, legen wir sie mal auf. Bevor ich die Baconbombe auflege, möchte ich noch ein paar Wood Chunks einlegen. Ich habe jetzt hier Chunks von alten Whiskyfässern und die werfe ich jetzt einfach hier mit in die Glut. Und dann legen wir jetzt die Baconbombe auf. So, und die rollen wir jetzt ganz vorsichtig auf den Rost. Und dann schließen wir den Deckel und lassen sie bei 160 Grad circa 2 Stunden bis zu einer Kerntemperatur, also Zieltemperatur sind 70 Grad, ein bisschen drunter vielleicht. So, wie ihr sehen könnt, die Wood Chunks geben ein schönes Raucharoma ab und ich wollte euch mal eben schnell noch die Lüftereinstellung zeigen, die ich gewählt habe. Und zwar habe ich hier oben einen kleinen Spalt aufgemacht. Die Temperatur ist bei sowas von genau 160 Grad und unten habe ich einen kleinen Spalt geöffnet und so lassen wir die Baconbombe jetzt weiter grillen, bis sie dann eben eine Temperatur von 60 Grad erreicht hat und dann wird mit einer Mischung aus Barbecue-Soße und Ahornsirup gepinselt. Das wird fantastisch. So, die Baconbombe hat jetzt 60 Grad erreicht, Thermometer steht bei 160 Grad und wir schauen jetzt mal nach. Wenn ihr einen Keramikgrill aufmacht, reißt den Deckel nicht auf, sondern macht immer erst einen kleinen Spalt auf, dass ein bisschen Sauerstoff rein kann und dann macht auf und ja, es sieht jetzt schon fantastisch aus. Und ich habe jetzt hier eine Mischung aus Barbecue-Soße und Ahornsirup, 8 Teile Barbecue-Soße, 2 Teile Ahornsirup und damit wird die Bombe jetzt gepinselt. Boah Leute, das riecht so fantastisch. So, dann machen wir den Grill wieder zu und in so 20 Minuten pinseln wir nochmal. So, jetzt ist es Zeit, das zweite Mal zu pinseln. Wir haben jetzt eine Kerntemperatur von 65 Grad. Die sieht als besser aus und sie riecht fantastisch. So, und dann lassen wir sie jetzt weiter garen. So, unsere Baconbombe hat jetzt eine Kerntemperatur von 70 Grad erreicht. Ich mach mal auf. Oh, die sieht so fantastisch aus. Temperaturkühler nehme ich raus. Und jetzt muss ich versuchen, die vom Grill zu bekommen. Und das am besten in einem Stück. Dafür benutze ich auf jeden Fall mal 2 Wender. Ah, die ist relativ lose, das ist gut. So, dann habe ich hier meinen Tisch mal vorgerollt. Schaut euch das an, das ist ein Traum. Ich sage, schneiden wir sie jetzt mal an. Drehen sie mal so ein bisschen zur Seite. Das sieht fantastisch aus. So, ich hebe mal das ganze Brett hoch. Da ist das Ding. Meine Herren, ist das ein Prachtexemplar geworden. Eine Wagyu Bacon Bomb mit Macaroni und Büffelmozzarella. Der absolute Knaller. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.